So Leute, hallihallo, hallöle. Wir sind wieder da mit einem gerade sehr herzgebrochenen Fox, Schnüff und einem sehr gut zu verstehenden Wardrak. Meine Kohlköpfe! Genau so. Was? So, wir machen weiter. Das Spiel geht los. Ich muss jetzt. So, ich wollte irgendwas tun. Ich weiß genau auf der letzten Aufnahme, ich wollte irgendwas tun. Ich habe nur keinen Plan. Jetzt bist du bei mir irgendwie voll leise. So. Sag mal was. Hallo. Nee, hallo. Jetzt bist du wieder viel zu laut. Warum den Kopfhörer? Ist doch okay, wenn ich bei dir zu leise bin. Das war's. Wir sind nur Zweckaktion, oder nicht? Nee, bei mir, dass ich dich höre. Ich muss dich ja verstehen, sonst kann ich nicht mit dir reden und nicht auf dich antworten. Ach, musst du schon nicht. Ist okay. Was ich gleich machen muss, ist erstmal eine neue, nachdem ich das alles geerntet habe, eine neue Vogelscheuche bauen. Ja. Denn unsere Vogelscheuchen reichen nicht mehr aus, um unser gesamtes Feld zu verscheuchen. Na Mensch. Der größte Vorteil im Multiplayer ist halt wirklich, dass man zu zweit am Anfang des Monats das Feld bearbeiten kann. Ja. So. Ich habe... Warte mal, was brauchen wir denn eigentlich für eine Vogelscheuche? Holz, Kohle und Kohle, Fasern. Kohle, Holz und Fasern. 50 Holz brauchen wir. Wow. Wir haben genau 3 Stacks mit 999 Holz. Aha. Jetzt nicht mehr. 20 Fasern. Wir haben eine Menge Holz, ja. Ah. Wir haben mittlerweile ein bisschen Kupfererz. Kupfererz sollten wir haben, vielleicht ein bisschen. 16. Aber nicht nur Erz, sondern auch. Nee, wir haben nur 16 tatsächlich. Okay, dann. Brauche ich noch nicht anfangen. So. Und damit wir jetzt nicht alles drin haben im Bereich, müssen wir hier noch eine Vogelscheuche hinstellen. Das reicht, wenn wir die da hinstellen, dort so aufs Eck. So, was genau wollte ich? Und jetzt kann ich alles gießen. Ui, und das ernten? Ja, okay. Und dann müssen wir gucken, was wir hier nachpflanzen. Bock. Ich wollte einen Stall bauen. Genau. Süße Edelsteinbeere. Da haben sie sich bei der ja, das ist die da haben sie sich bei der Übersetzung ja richtig viel gedacht. Das heißt, ich brauche Holz und Steine und dann gehe ich hoch mal zu Robin, die hoffentlich am Montag aufmacht. Ja, nur am Dienstag nicht. Dienstag macht sie Sport. Geh da weg, sonst wirst du auch gegossen. Na, wachs sie noch ein bisschen. Nicht schlecht. Mach mal nicht. Dann brauche ich ein größeres Bett hier. Oh ja, wir könnten auch mal unsere Häuser vergrößern. Naja, lass mal erstmal das Geld für was anderes ausgeben. Ich gebe mein Geld für was aus, was ich will, ja. Lass mich. Es gibt jetzt übrigens Berries. Ein Büschel, wenn ein Foraging noch nicht voll ist. Ja. Ist es noch nicht. Ich glaube, es ist erst auf 6 oder 7. Hey Robin, was geht? So, aber erstmal muss ich schauen, was ich da jetzt noch hinpflanze. Bauen wir mal eiskalt einfach hier. Dahin? Dann sparen wir uns 2 Zäune. So. Ist gerade Brombeerzeit. So. Ich würde gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen? Ja, natürlich kann ich helfen. Ich weiß ja, wo der liegt. Und außerdem auf 7 sind wir. So. Brombeeren sammeln gibt keine Erfahrungspunkte, aber Brombeeren sammeln ist trotzdem gut, weil es gibt viele. Bringt Geld. Davon haben wir gerade wenig. So viel Geld bringen die gar nicht. Später bringen die mehr. Naja, aber du kommst halt in der Masse. Du schaffst locker 120, wenn du hier die ganze Runde machst. Ich finde tatsächlich immer nur 2 bisher pro Baum. Wenn ich 10 wäre, würde ich 3 finden. Und die bringen 22 pro Stück. Also
Ach, Suki. Passt schon. Passt schon. Außerdem hast du noch die Fußbank. Du bist aber heute wieder charmant. Was ist los? Ich dachte gerade beim Angeln so, oh ja, yeah, bam, goldener Fisch aus. Oh, achso, ich habe noch die Key-Quest schon. Regenbogenmuschel muss ich auch noch machen. Sollten wir da haben. Hab ich eigentlich genug gesammelt. 7 Erfahrungspunkte für das Aufheben einer Brombeere. Keine Erfahrungspunkte, wenn ich 2 aus den Büschen schüttel. Das ergibt Sinn. Tja, siehst du mal. Das ist der, ich glaube, hier. Hm. Da hinten mit dem Busch kann man noch was ganz Besonderes machen. Wenn man am Ende der Season ist. Ich glaube, es ist jede Season, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ist es. Ja, ist es. Aber ich freue mich schon auf den neuen Content im Winter. Sind wir ja bald. Naja, bald. Das sind noch ein paar Folgen hin. Ja, ein paar Folgen, aber... Du hast die Minen schon viel erkundet. So ich habe gehört, dass du dort einige nützliche Materialien finden kannst. Kyojo, so ist das mit den nützlichen Materialien. Und den Brombeeren. Ich habe gerade mal 27 Brombeeren. Aber dafür zwei bist du gerade? Ich bin auch bei dir in der Nähe. Ich gehe gerade zu Linus und bringe ihm seinen Bärenkorb. Hallo, Linus. Mein Korb, danke dir. Das bedeutet mir viel. Hey. Ich krieg nichts dafür außer Freundschaft. Because friendship is magic. Hier hinten kann ich meinen Mining-Skill ein wenig einfach leveln. Wieso liegen da Steine rum? Ja, und alle Steine, die außen rum liegen, geben einen Erfahrungspunkt, definitiv. Wie viel brauchst du? Brauchst du nur 12.000 oder sowas, ja, oder? Ja, so ungefähr. Na, wenn ich einmal hier bin, hier hinten werde ich später, wenn wir dann richtig... wenn wir weiter sind, werde ich hier hinten eine Baumfarm machen. Du bist gerade bei den Schienen, ne? Ja. Weil da braucht man eh nichts und dann machen wir jedes zweite Feld hier und zack und dann setzen wir da Baumdinger rein. Die sind knapp vom Gewächshaus. Wir brauchen nicht mehr viel. Ja. Glaube ich. Nee, aber tatsächlich habe ich mir damals überlegt, es gibt halt zwei. Also eigentlich gibt es 3 Plätze, wo du nicht viel machst. Das ist der die Halde, also der Quarry im Englischen. Und dann die Wüste und hier hinten dieses Gebiet. Ja, es gibt zwar auch noch diesen Weg Richtung Wüste, den ich gerade, wo ich gerade den Bärenkorb geholt habe. Aber da, das ist eher so für, da kann man sowas wie heißen die Dinger? Die Weinfässer oder so hinstellen. Klar. Und hier kann man halt eher, weil man halt pflanzen kann, kann man Bäume pflanzen. Ich angle fröhlich vor mich hin und hab grad einen Feuerquarz und einen Diamanten aus Wasser gezogen. Wie läuft dir? Da muss ein bisschen Geld reinholen. Ja, ich bin... fast Level 8 mit dem Foraging. Würde ich mal sagen, beeil dich. Ich bin fast Level 10 mit Fishing. Mal gucken, was ich danach skille. Ja, gib an. Du kriegst ja viel mehr Erfahrungspunkte. Ich bin dämlich. Wahrscheinlich werde ich Farming-Skillen, weil durch die Tiere kriegt man ja auch Farming-Level, ja. Oder? Ich wollte Seeds kaufen, damit ich heute dann noch was anpflanzen kann. Ist nicht. Schaffst du nicht mehr? Nee. Nachdem er schon zu hat, nee, das werde ich heute ganz knapp nicht mehr schaffen. Du stehst da ganz blöd, egal. Steh gut. Ich wollte dort zu dem Berry-Busch hin, aber... Kannst du durch mich durchlaufen? Kann ich durch dich durchlaufen. Du kannst nicht durchlaufen. Achso, wenn ich lang genug gegen dich gegenrenne. Ja, das auch. Aber sonst kannst du prinzipiell doch auch durch mich durchlaufen, nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste, weiß ich nicht.
Haben wir nicht Collision Boxen? Ich bin doch nur ich bin doch nicht da für dich. Moment, hast du die Berrybüsche alle abgesammelt hier oben? Ah, da können wir beide absammeln. Das ist gut. Das bringt uns zwar immer noch keine Erfahrungspunkte, aber wir könnten mehr Bären sammeln. Ja, vor allen Dingen kann man die halt auch, weil man relativ viel kriegt, kann man die gut zum für eine Minentour mitnehmen. Weil du relativ viel auf einem Slot dann hast. Ach was, Sebastian bedeutet mir nicht. Das würde ich jetzt auch sagen. Und ehe du dich versiehst, gibt er eben, was isst Sebastian gern? Pepper Poppers? Ah ne, das war Shane. Ja, sehr romantisch. Hier, Pepper Poppers. Sebastian mag, wie heißen die Dinger? Void Eggs. Und Sashimi, stimmt. Ja, ich gebe ihm mal Void Egg, weil das von der Qualität halt das Beste ist, was man kriechen kann. Ich könnte ihm Schnecken-Sashimi machen. Oh, romantisch. Sehr lecker. Wenn er das isst, dann liebt er dich wirklich. Ja, Frozen Tears sind halt auch nicht in höherer Qualitätsstufe zu haben, wenn man nicht gerade cheatet. Aber aus dem Tiers kriegen wir doch ran. Wir stellen Fox einfach allein im Winter raus. ja. Huch, ich wollte schlafen. Danke. Du gehst schon schlafen? Witzig. Jo. Ich habe jetzt 87 Brombeeren gesammelt. Meinst du, ich kann von der nächsten Ernte 12.000 Geld abzwacken? Was willst du damit? Den Stall verbessern. Naja, wenn es denn sein muss. Ja, muss sein. Na, da kann ich dagegen ja nichts sagen, ne? ich stehe nicht ganz so auf. Sebastian ist eigentlich einer der, die ich am letzten, mit dem ich mich am letzten anfreunde, weil er so weit weg wohnt und immer so blöde Zeiten und Orte hat. Sobald man Sebastian einigermaßen hat, kann man die ganze Zeit im Haus anbesuchen. Der ist ja die ganze Zeit, hockt der die ganze Zeit. Ja, aber ich komme da nie hin. So. Das ist ein Argument. Weil ich fahre ja später alles mit der Tram sozusagen. Ach, ich habe wieder keinen Platz im Inventar. Stimmt. Aber wir sollten langsam auch mal, wir sollten ein bisschen mehr laufen, damit wir halt irgendwann den Sewer-Schlüssel kriegen. Für die besseren, also wir müssen sowieso noch ein bisschen mehr Geld machen. Im zweiten Jahr dann. Aber für die besseren Sprengglas lohnt sich, glaube ich, mehr, die einfach zu kaufen, als das Iridium zu warten. Ja, am Anfang, ja. So, ich komme mal nach Hause, ne? Gerumpel. Jo. Ich bin heute sehr spät, aber ich habe noch Zeug geholt. Ich weiß, ich sollte den direktesten Weg nach Hause nehmen, aber das nennt man Greedy-Algorithmus. Wenn ich irgendwo was sehe, nehme ich es mit. Ja, das ist richtig. Du hättest dich in mein Bett legen sollen, dann hätte ich jetzt hier unten in deinem schlafen können. Nein, das habe ich einmal gemacht, das mache ich nicht nochmal. Würde ich jetzt auch behaupten. Asugi. Moment, 3 Uhr nachts? Nein, 3 Uhr nachmittags. Das wäre aber lustig. So, Tag 8 im Herbst. Wenn ich könnte, würde ich auch den ganzen Tag in meinem Zimmer bleiben. Erst 3 Uhr in die Können Küche wir, gehen. Aber nein. Ja, deswegen mache ich es auch Nachdem nicht ich mehr. So lange mit Murphy zusammen gewohnt habe, will ich nicht mehr mit ihm in einem Bett schlafen. Die Zeiten sind vorbei. Volksfest. In einer Woche. Ja. Ach, Inventar voll, ja, natürlich.
Sammelzeug, Sammelzeug, Sammelzeug. Sammelzeug. Was ist denn noch Sammelzeug? Nee, das ist kein Sammelzeug drin, das ist Rohstoffekiste. Wir sollten das Sammelzeug langsam auch nach Season mit aufteilen. Dann passt das. Lass die nicht aufhalten. Mach ich anders mal. Wir sollten Warum auch vielleicht immer die eine Preiselbeere da später. Ja, das passt schon. So. Hi Robin, na was geht? So. Na, ja, Spaß. Aber sicher. Ich habe einen Brief gekriegt. Sterntautaler Volksfest. Jo. Ich muss noch zwei Tepper bauen. Mach das. Ich glaube, kann ich gar nicht. Da brauchen wir Kupfer dazu, ne? Ja, aber ich kann das Kupfererz noch mal reinschmeißen. So viel werden wir nicht brauchen. Ich glaube, zwei reichen. Achso, ich kann zur Not aus Eisen noch Kupfer machen. Ne, ich hab drei reingeschmissen. Warum hat das nicht sein. Geklappt? Und seid ihr WM-fiebernd? Nein. Ich meinte dich doch gar nicht. Ja, aber ich wollte das nur mal sagen. Du hast ja meinen Kommentar dazu auch schon gelesen, ne? Ja. Warum ist das im Fußball nicht erlaubt? Das verstehe ich nicht. Ich meine, die sollen sich jetzt nicht gegenseitig umtackeln. Die sollen halt nur stiff-armen, weißt du, um sich gegenseitig abzuhalten. Und dann denken sie so, Leute, nicht nur Raumdeckung, Manndeckung. Da stehen so viele Leute frei, weißt du, aber nein. Denkst du, da geht mal einer ran? Nein. Aber es rennt ja auch keiner durch, einfach so. Ja, ja, weil die so langsam sind. Und weil ich glaube, mit dem Fuß ist es schwieriger, den Ball festzuhalten, um einfach... Ja, und das Feld ist vielleicht ein bisschen größer. Stell dir mal Quidditch auf so einem Riesenfeld vor. Nee. Macht das Spiel breit, Leute. Ich find's cool. Körperkontakt und Tackling ist beim Fußball nicht erlaubt. Beim Quidditch schon. Ja, ja. Ach so, ja. Würde Fußball aber einiges interessanter machen. Tackling beim Fußball, das wäre sehr witzig, aber nur mit einem Fuß. Was? Ich meine, witzigerweise wird das beim Frauenfußball Fußball ja sowieso gemacht. Ja, die sind ja auch nicht so. Weil die sind nicht so zimperlich wie die Männer. Aber ich habe heute bei den. Die Koreaner, die hatten auch einen Chaser dabei. Na, die Koreaner, das habe ich gelesen, die haben T-Shirts getauscht. Beim Training, ja. Damit die nicht wussten, wer ist, weil die sagen, die erkennen uns eh nicht, die Europäer. Ja. Das fand ich auch sehr witzig. Weißt du was? Ich nehme es einfach nochmal. Ah, verdammt. Wir haben kein Geld mehr, warum nicht? Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen. Wieso haben wir kein Geld mehr gehabt? Weil ich das ganze Geld ausgebe. So, wenn ich jetzt nochmal 8 kaufe, dann sind das zu viel. So viel kann ich nicht kaufen. Ja, toll, wenn man noch irgendwo eine Statistik sehen würde, wer wie viel Geld ausgegeben hat. Ich fände das bestimmt. Find das ja lustig. Ja, ich weiß gar nicht, ob das später geht. Das geht ja sowieso vom gleichen Konto ab, also. Na, später in der Wüste, wenn du hinten in den hinteren Bereich reinkommst, gibt's eine Maschine, die Stats hat. Oh, stimmt. Die können. Da gibt's ja schon. Die könnte sowas theoretisch machen.
So, ich pflanze jetzt einfach wie wild durcheinander hier noch Sachen an. Das war auch nicht so schlecht. Ja, dadurch, dass Fox die ganze Zeit das ganze Saatgut kauft, glaube ich mal, dass er mehr Geld ausgegeben hat. Das bin ich mir nicht sicher. Du hast die teuren Sachen gekauft, die, na, wie heißen sie? Die Gebäude und so weiter. Ja, aber ich bin auch auf Du mit, ich bin auch immer auf Du mit Robin schon mittlerweile. Merkst du was, Suki? Da läuft was. Robin ist vergeben. Das heißt ein Grund, aber kein Hindernis. Du wieder. Vielleicht hat sie dir ja auch einfach irgendwas nicht verraten. Nee, nicht Robin. Die ist irgendwie komisch. Tatsächlich war das mein erster Gedanke, ob man Robin heiraten kann. Weil ich weiß nicht, ich fand sie irgendwie sympathisch aus und dachte ich, vielleicht baut sie dann mein Haus für Oma aus. Aber nein. Ja, genau deswegen kann man sie nicht heiraten. Wahrscheinlich, ja. Heute ist Dienstag. Marni ist nicht da. Natürlich nicht. Was willst du bei Marni? Ich wollte ihr Dings in die Hand drücken. Kuhvergnügen, Amaranth. Ah ja. Will ein Pale Ale, die Shorts. Siehst du, wenn nächsten Tag, wenn sie da ist, ich weiß nicht, ob wir genug Geld haben, dann können wir schon mal eine Kuh kaufen. Wir brauchen eine Kuh und eine Ziege. Ja. Für Käse und Milch jeweils. Weißt du, wann deine Ernte kommt? Welchen Tag? Am 13. oder 14. Okay. Oh, ich habe ja einen Senfkohl, das ist gut. Ich habe schon einen Senfkohl. Ein Senfkohl, Bok Choy. Können wir jetzt bitte Bok Choy weiternehmen? Das heißt im Deutschen Senfkohl. Senfkohl hört sich komisch an. Ja, aber Senfkohl hört sich wirklich komisch an. Achso, nee, das schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Aber dann gehe ich wenigstens Evelyn noch. Pak Choy bringen. Heute 0 Drop Threads. Oh, gestern. Ich angefangen zu streamen. Hab halt den Stream kurz laufen lassen. Ja. 10 Minuten vorher oder so. Und hab. Ach, ich will zu Evelyn. Nicht zu Drink. Drinkerin. Den Stream 10 Minuten laufen lassen, wollte dann starten und dann auf einmal massive Frame Drops. Ich dachte mir auch so, was? Und dann musste ich den Stream restarten. Hast du rausgefunden, woran das lag? Ich habe dann mein WLAN-Netzwerk gewechselt. Es könnte daran gelegen haben, aber Vielleicht musst du immer doch irgendwann mal Kabel durch die Wohnung legen. Ja, will ich auch. Nur ich muss halt die Wand durchbohren. Nee, das ist uncool. Das ist nicht das Problem. Ich habe jetzt einen Bohrer, der dafür stark genug wäre. Ja, nicht, dass wir die halbe Wand kaufen. Nicht rauskommt. Der Wand. Das ist eine gute Wand. So, wir kriegen Geld. Einmal für die Lieferung, 240. Und Evelyn ist mir dankbar. Und Kuhvergnügen, 500. Mensch, Kuhvergnügen. Das hört sich toll an. Ja. Die Frage ist, das Tier oder der Buchstabe? So, ich komme da mal zurück. Uiuiui. Ich mache erstmal Krach. Ach, guck mal, da unten bleibt Hallo. Box lang. Schade finde ich, dass ich nicht sehe, was du reinwirfst. Das fände ich sehr witzig. Warte mal, ich wollte noch ganz schnell. Wir haben so viel Zeit. Haben wir noch? Ja, eben. Suki. War mein. Meine Aussage. Verdammt, wir bräuchten noch einen Kupferbarren mehr. Wie viel Eisen haben wir? Ein, aber wir haben genug Eisenerz, deswegen. Ich habe auch nochmal 8 Eisenerz hier unten. Ja.
So, ah, drei so. Bekommen wir daraus. Sehr gut. Ich muss noch angeln gehen, wenn es regnet am Fluss. Darf ich nicht vergessen. Ich brauche noch einen Fisch. Dann noch den Dampffisch. Oh, ich habe bei mir jetzt versucht, auf meinem Spiel schon den Scorpion Carp zu fangen, den es in der Wüste gibt. Alter, springt der hin und her. Genauso den Legendfisch. Ich hatte ihn gestern mehrmals drin gehabt, dran gehabt, aber der ist so verdammt schwer zu fangen. Tja. Da dachte ich auch, was ist da los? So, schauen wir mal, wie viel Geld wir noch haben und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Oh, die Hofarbeit hat uns ganz schön Geld eingebracht. Und das, obwohl wir gar nicht so viel wertvolle Sachen hatten, aber die Preiselbeeren sind halt relativ wertvoll. Das Fischen hat uns auch relativ viel Geld gebracht. Dafür, dass du weniger fischen kannst in der gleichen Zeit, wie ich Sachen ernten kann. Ja. Sehr gut. Hallo Kevnaik. Hi. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute mit der Aufnahme. Wir sehen uns morgen wieder. Tschö. Ciao.